Hallo, ich heiße Claudia und stelle im Piano-Tutorial-Kanal den zweiten Teil des Anfängerbuchs vor. Nach einer rhythmischen Lerneinlage, die die Dreischlagnote beinhaltet, wird arithmetisches Linienverhalten multipliziert. Der kleine Finger muss unbarmherzig mithalten. In der Musiktheorie bezeichnet man den Lagenwechsel als Sequenz. Folglich können wir mit samt den fünf Nummern, die die Finger unserer Hand beziffern, in verschiedene Positionen der Weitenlage rücken. Das Fünf-Fingerlied ohne Notensystem kann sogar im Kanon gespielt werden. Auf ein weiteres Lied in linearer Führung folgt die Einführung des Terzsprungs, dem nächstgrößeren Intervall nach der Sekunde. Konsequent vermeiden die Autoren die Entstehung einer Ähnlichkeitshemmung. Das heißt, die betextete Melodie besteht ausschließlich aus Terzintervall innerhalb von auf- und absteigenden Dreiklängen. Letzte Vorlage ohne Notensystem. Es ist unschwer zu erkennen, dass die rein grafische Notation für weniger geübte Augenpaare kaum den Unterschied zwischen den beiden bekannten Intervallen zulässt. In der Anmerkung wird eine interessante auditive Aufgabe gestellt. Die achttaktige Periode bestehend aus Quint- und Oktavintervall kann einfach in einen vollkommen symmetrischen Vorder- und Nachsatz dividiert werden. Dabei gibt es drei rhythmisch identische Motive mit einer in sich symmetrischen Schlussfigur. Freie Notation. Weite C-Position. Hänschenklein über zwei Oktaven, Laufnoten korrekt phrasiert, G-Position Ende der Sanglichkeit, überflüssiger Text redundant, dafür Legato- und Staccato-Artikulation. Schlüsselnoten stehen im Quintabstand zum Schloss C. Es wird zwischen der engen und weiten Lage Schloss C gewechselt. Wir sehen einen Phrasierungsspannungsbogen über die Spannweite eines ganzen Systems. Die Phrase wird drei Seiten weiter als musikalischer Gedanke erklärt. Durch Niederdrücken des Handgelenks erfährt der Gedanke seine Nachdrücklichkeit. Bis auf die Schlusswendung besteht das Thema aus Wechselnoten. Im Diskant zwischen Daumen und Zeigefinger, im unteren System zwischen Zeige- und Mittelfinger ausgeführt. In der Grafik oben links werden zwei Tetrakorde angezeigt. Die äußeren Sternchen markieren den ersten und letzten Ton einer Oktave, womit gewöhnlich die diatonische Tonleiter erklärt wird. Wir finden zwei Hilfslinien in der linken Hand, während die Diskanthand in die G-Position weite Lage wandert. Damit erweitert sich der Tonraum durch Fingerübersatz zum Sechstonraum. Die Schlussfigur beinhaltet einen Lagewechsel links. Greift die Position als Quartthema von Seite 46 wieder auf. Linker Daumen greift Schloss C, rechter Ringfinger liegt auf G1. Damit wird vermieden, dass sich die Daumen überkreuzen. Quintintervalle überspringen drei Schritte, weshalb sich die Schritte zu fünf addieren, liegt an der Zählweise der rationalen und natürlichen Zahlen. In der musikalischen Syntax ist die Prime identisch mit sich selbst. Zu den drei Schritten werden folglich zwei Positionsnoten gerechnet, macht zusammen fünf. Der heitere Sonnenschein steht als Sinnbild für erhöhtes Lebensgefühl. Die Sinne wachen auf und brauchen mehr Platz. Etwas weniger prosaisch ausgedrückt werden hier die beiden polaren Tongeschlechter Dur und Moll auf ihren charakteristischen Vorzeichen vorgestellt. Überambitioniert. Doppelgriffe als Form der Begleitung plus Verdopplung mit doppelter Artikulation und Dynamik. Hier will ein Pädagogenpaar offensichtlich Richtung Urkunde bewegen. Ein Notenlektor hätte sich bewähren können. Am Ende des Heftes wird die Zielposition D enge Lage erreicht. Das Thema ist auftaktisch und synkopisch.
Man ahnt, dass zwei Hefte weiter gestandene Erwachsene ihre helle Freude finden. Zum Ende gibt es zwei Positionswechsel durch Rückung des Daumens. Die Begleitung beschränkt sich auf die Grundtöne von Tonika und Unterdominante. Die übrigen Töne der linken Hand gehören zum Thema bzw. dem Schlussakkord. Bleiben Sie meinem Kanal mit einem Like treu. Bis zum nächsten Video. Grüßt Sie, Ihr Piano Tutorial.